Alô, Leute! Hoje eu vou falar com uma pessoa que tem uma trajetória muito interessante. Eu acho que vai inspirar pessoas que estão pensando viver e estudar na Alemanha, que talvez não pensaram ainda estudar na Áustria. Também esta matéria pode ser muito interessante para professores de alemão que estão começando e planejar sua carreira internacional pela frente. Vamos lá? Hallo Daniel! Hallo Werner. Ja, schön dich zu sehen, wieder bei uns in Brasilien. Ne? Ja, und ja, Daniel, warum habe ich Daniel eingeladen? Daniel ist schon seit, ja, er war zwei, drei Jahre in Brasilien, hat auch bei uns in der Schule über 2 Jahre lang ganz gut mitgearbeitet, ist dann erstmal als Deutschlehrer weg von Brasilien und ja, ganz interessante Geschichte, die er uns zu erzählen hat. Da würd ich gerne mal ein bisschen mehr darüber wissen, Daniel. Du bist ja nie, kein Deutscher, du bist Deutschlehrer, aber kein Deutscher, sondern kommst Russland, ja. aus Ich stamme aus Russland. Russland, aus Sibirien. Dann ist meine Familie nach Odessa, das heißt in die Ukraine, umgezogen. Und ja, halt, fast alle machen dann das Studium irgendwo in Europa, ja, Osteuropa sehr oft, ja. Und du hast dann in Wien, ne, in Österreich, studiert. Wie kam das dazu? Ja, gute Frage. Erstens. Deutsch lernt man überall in Russland, in der Ukraine. Ich meine, osteuropäische Länder, sie sind wirklich top in diesem Bereich. Deutsch ist keine Überraschung für die Schüler. Ich meine, in diesem schulischen Bereich, im akademischen Bereich, Letras oder all die Fakultäten. Und das heißt, ich habe immer Deutsch gelernt. Und dann begann ich das Studium, ja, das war Germanistik in Odessa noch. Und ich habe diese Bewegung schon gesehen, ja, Richtung Europa. Manche fliegen dann nach Frankreich, um das Studium zu machen. Austausch, weißt du, klassische Geschichten, ja, Au-pair-Programm. Und ich habe mir gedacht, warum nicht? Ja, dann muss ich das wahrscheinlich auch versuchen. Ich hatte nicht viele Möglichkeiten. Ja, ganz realistisch wäre dann Deutschland oder Österreich. Und da gibt es einige Besonderheiten, warum Österreich, finanzielle Frage. Ich meine, Sperrkonto, da gibt es schon einige Unterschiede. In Deutschland gibt es dieses Sperrkonto. Das heißt, da braucht man schon grob gesagt 10.000 Euro auf dem Konto, weißt du, und dann bist du schon nicht ganz flexibel. Ich meine, für Jugendliche, für ihre Familien ist es schon relativ anstrengend. Das heißt, Österreicher sind viel nicht so streng, sagen wir mal. ja, also in Deutschland musst du deinen Unterhalt, den Leben, die Kosten für deinen Lebensunterhalt auf einem Bankkonto deponieren, so ein Sperrkonto. Und das ist in Österreich nicht notwendig. Damals war das nicht so. Natürlich gibt es schon, weißt du, die Zeit nicht steht. Ja, da gibt es schon wahrscheinlich neue Sachen. Und es ist wirklich so. Aber trotzdem sind Österreicher nicht so streng. Und dann hast du da dein Grundstudium gemacht in Österreich von Anfang an. Ja, natürlich, ja. Ne? Und wie lange hat das gedauert? Also das war Germanistik. Bachelorprogramm sollte circa 3, 4 Jahre dauern. Ja, wie in meinem Fall. Ich hatte Gott sei Dank relativ viele Anerkennungen aus der Ukraine. Und das ist wieder noch eine Besonderheit, wenn wir zum Beispiel über Brasilien sprechen. Ja, nicht alle oder ganz wenige haben Latein in der Schule. Ja, nicht alle Colegios, ja, Latein, Altgriechisch. Da sind die Pflichtfächer für solche Studiengänge oder Fakultäten wie Germanistik, Sprachwissenschaften allgemein, vergleichende Literaturwissenschaft und so weiter. Deshalb hatte ich in dem Sinne zack, 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 zack schon manche Anerkennungen. Das war super praktisch. Hattest du bei dir in der Hochschule auch viele Kollegen aus anderen Ländern? Wahrscheinlich die ganze Welt. Ja, Ja, also es war eine bunte Mischung. Mehr so ungefähr die Hälfte aus dem Ausland oder wie schätzt du das ungefähr ein? wahrscheinlich, ja, 100 pro die Hälfte. Natürlich keine Amerikaner, würde ich sagen. Ja, das ist in erster Linie BKS, Bosnien, Kroatien, Serbien, ja, also
oder auch Studenten mit dem Migrationshintergrund, ja, die Familien. Ja, und dann warst du fertig mit dem Studium. Wolltest du dann gleich nach Südamerika oder wie kam es dazu? Davon habe ich nie geträumt, wirklich. Ich meine, für uns und wahrscheinlich allgemein so für Europäer ist es halt weit weg und nicht immer realistisch, ehrlich gesagt. Ja, also für uns Europa, viele Länder, wie du sagst, ganz bunt und das ist schon genug. Ich glaube, afrikanische Länder sind nicht nur geografisch, ja, aber wahrscheinlich auch kulturell manchmal etwas näher, meiner Meinung nach, ja, ganz objektiv. Das habe ich nicht geplant. Zufall, ein Praktikum war das in San Carlos, im Bereich also Deutsch, Deutschlehrer, ja, wieder Germanist. Ich habe mir gedacht, okay, das ist ganz interessant, spannend, kann das versuchen. Okay, da war das Praktikum, war dann ausgeschrieben an der Hochschule und du hast dich dann darauf beworben. Ja, und dann, gut, nach dem Praktikum, weiß ich, da bist du dann zu uns gekommen und hast dann bei uns als Deutschlehrer gearbeitet. Ja, aber nochmal zu Wien zurückkommen. Ne? Bei Wien ist schon 9 Jahre lang immer eine der beliebtesten oder als die Städte gewählt worden, die wo es sich am besten leben lässt in der Welt oder in Europa. Und schon wieder. Ne? Also kannst du das bestätigen? Ja, das stimmt. Wirklich. Das ist eine super schöne, geile, sichere, attraktive Stadt. Und auch die Menschen wahrscheinlich. Ja, Multikulti. Super freundlich in diesem Sinne. Und aus welchen Gründen? Wahrscheinlich als Hauptsitz von vielen Institutionen. Ich meine, OPEC, ja, all die, ich weiß nicht, Vereinigte Nationen, ja, alle sind da. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das einzige Land in der Europäischen Union, wo wir so viele, ja, Institutionen, politische Institutionen, internationale, so in derselben Stadt haben. Deshalb so sicher und entwickelt. Und das hat dich angesprochen, das hat dich das schon also motiviert, auch nach Österreich, also nach Wien zu gehen, dieser Hintergrund? Oder war es einfach nur Studieren? Nee, wahrscheinlich nur das Studium, ja, aber ja, das ist wieder eine komplizierte Frage. Unsere Vorstellungen sind ganz anders, weißt du? Ja. Ich hatte damals als Student nur solche Bilder im Kopf, ja, ein schönes, gemütliches Café, ich trinke Kaffee und da draußen regnet es. Punkt. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, aber naja, so ist das Leben, ja. Und so das Leben in der Uni Wien, das war für dich jetzt, wenn du jetzt mal mit den Universitäten, die du so kennst aus deinem Land, vergleichst, war das auch für dich eine Überraschung? Das sind super unterschiedlich. Warum? Ja, selbstständige Arbeit, das ist Nummer eins. Es gibt viele Vorlesungen, ja, wo die Anwesenheit ja nicht, also freiwillig, ja, da bist du super flexibel, ja, bei Vorlesungen, ja, wie gesagt. Das heißt, du kannst die ganze Zeit zu Hause verbringen, ja, wenn wir auch mit der aktuellen Situation das alles vergleichen. Ja, alles ist schon online, super praktisch, aber halt selbstständige Arbeit. Da musst du wirklich viele Stunden investieren in den Bibliotheken, schlafen, übernachten, ja, und auch solche Fächer, wenn wir über Germanistik sprechen, zum Beispiel Mittelhochdeutsch, ja, das ist schon was Neues. Ich meine, besonders für die Ausländer, ja, die wahrscheinlich noch kein Deutsch können, ja, oder nicht so gut können und dann halt Mittelhochdeutsch dazu. Und wenn du dich jetzt mit Kollegen, mit Studenten unterhalten hast, die in Deutschland studieren oder studiert haben und das mit Österreich vergleicht, was sind so da die Unterschiede, die dir jetzt so einfallen? Die erste Frage oder das erste Thema wäre wahrscheinlich, welche Universitäten und wo. Ich habe einige Beispiele. Einige Russen aus Moskau haben das Studium irgendwo in Bayern gemacht. War das Bamberg-Universität? Keine Ahnung. Aber was super klein ist, und da meinen sie, Entschuldigung, 5 Studenten, 10 Professoren und das ist wahr. Ja, ich meine, für Brasilianer, wenn wir über Rio de Janeiro sprechen, Sao Paulo, das wäre wahrscheinlich keine Option. Ja, da gibt es keine Dynamik in dem Sinne. Und Universität Wien, das ist eine der ältesten Universitäten. Ich glaube, die drittälteste Universität in Mitteleuropa. Das ist Karls-Universität in Prag, ja, Nummer 1. Und dann Krakau. Das heißt, seit 1365 oder ja, diese Richtung, das ist wirklich
super alte Universität, Traditionen. Das ist, glaube ich, die größte Universität im heutigen deutschsprachigen Raum. Mhm, ich glaube, da hast du recht. Ja, die Dynamiken sind ganz anders. Deshalb, ja. Und manche Instituten wie der Sprachwissenschaften, ja, oder Philologie zum Beispiel, Institut für Slawistik, ist das größte, glaube ich, im deutschsprachigen Raum oder in Europa. Sie sind wirklich super stark, ja, und Germanistik auch. Was ist eigentlich so jetzt in der Zeit, in der du hier in Brasilien warst, was haben die brasilianischen Schüler, also deine brasilianischen Schüler, dich oft gefragt über Studieren in Österreich? Solche Gespräche oder zu diesem Thema haben wir nicht gesprochen, glaube ich. Ja, die Fragen entstehen. Österreich allgemein, Wien, aber halt sehr stereotypisch, das ist das Problem. Ich glaube, im schulischen Bereich fehlt was. Wir haben immer dieselben Themen, mit Respekt natürlich, ja, aber Berliner Mauer, überall, Oktoberfest, überall. Und wenige Menschen wissen, dass was Ähnliches oder ähnliche Probleme, ja, auch in Österreich existieren. Ähnliche Geschichte, ja, wir können im Internet checken, ja, Berliner Mauer, Mauer, Österreich, Wien, gab es sowas. Und Österreicher, ja, sie wissen manchmal das nicht, ja. Aber es ist so, ja. Oder andere Getränke, ja, viele denken ganz stereotypisch, dass wir nur so Bier trinken. Statistische Daten zeigen, dass, weiß ich nicht, Österreicher oder die Deutschen mehr Wein trinken. Ich glaube, wir gehen immer so eine Richtung und wir vergessen, dass wir noch Österreich und die Schweiz haben. Und deshalb gewinnt Deutschland, ja. Ich meine, sprachpolitisch. Wie bitte? Ja, ja, deshalb gewinnt Deutschland sprachpolitisch, ja. Mit all diesen Goethe-Instituten, Sprachprüfungen, Sprachschulen, ja, und Austauschprogramm. Ja. Wenn Brasilianer dich heute fragen würden, worauf sollte ich achten, wenn ich in Österreich studieren möchte? Erstens, Nummer eins, versuch's. Ja, ohne Angst und ohne Stress. Ja, ich verstehe, jedes Land hat wirklich viele Schwierigkeiten, viele Besonderheiten, auch diese bürokratische Seite, Dokumentation. Die Sprachprüfungen kosten schon was. Ja, ich meine, die Zeit, zeitliche Aspekte, Energie und nicht alle sind wahrscheinlich begabt, ja. Aber bitte, mach das. Ja, mach immer die Schritte nach vorne. Zwei, sei nicht so verschlossen wahrscheinlich. Ja, nicht so stereotypisch. Ja, wir haben nicht nur Deutschland, ja, oder wenn wir über Österreich sprechen, nicht nur Österreich und Wien als Hauptstadt, ja, wir haben auch Salzburg, Linz, Graz, wir haben so viele Regionen, auch mit superschönen Universitäten, mit klassischen Universitäten. Und naja, dazu gibt es auch die Institutionen, die uns unterstützen. ÖAD, ja, als eine Alternative zu DAAD, ja, ich meine Austauschdienst. Ja, und Daniel, was müssen brasilianische Studenten oder Brasilianer oder Brasilianerinnen, die gerne in Österreich studieren wollen, eigentlich so finanziell berücksichtigen? Ja, das Studium ist nicht gratis, sage ich gleich, ja. Sehr oft hört man sowas, ja, das Studium in Deutschland ist immer super, weiß ich nicht, gratis und alles klingt so einfach. In Österreich ist es nicht so. Auch bei staatlichen Institutionen zahlt man, also die Höhe des Beitrags, ja, hängt von der Staatsangehörigkeit ab, ja, das heißt, da gibt es bestimmte Entwicklungsländer, bestimmte Ausnahmen, ja, und Brasilianer, ich meine Brasilien als Land, ja, ja, viele Länder, das sind keine Ausnahmen, das sind schon sozusagen entwickelte Länder. Das heißt, das Studium kostet 730, ja, Euro im Semester. Pro Semester, okay. Ja. Und bestimmte Ausnahmen, das ist schon 300 oder 400 Euro. Ich meine, afrikanische Länder, ja, zum Beispiel. Und, aber das Studium ist nicht gratis. Ich möchte auch nicht pauschalisieren, ja, da haben wir auch private Universitäten, aber das muss man wissen, ja. Und ja, die Gebühr ist stabil, überall in Österreich.
Okay, das sind weniger als 1000 Reais im Monat an Studiengebühren. Okay, das. Oder wenn wir solche Fälle haben, dass Brasilianer die zweite oder die doppelte Staatsbürgerschaft haben, ich meine plus europäische, dann ist es auch schon wieder mal billiger. Ja, gibt es darüber hinaus noch, zu bedenken ist ja auch bestimmt, was kostet man, was zahlt man an Miete und an Lebenshaltungskosten? Aber ich kann mir vorstellen, das ist so ähnlich wie in Deutschland auch, oder? Ich glaube schon, ja. Da gibt es wirklich viele Seiten und bestimmte Institutionen. Da findest du wirklich alles. Unterschiedliche Wohnungen. Noch damals, vor einigen Jahren, habe ich gesehen, das könnte 3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum sein, weißt du, und das kostet natürlich 1000 etwas und. Das könnte ein Studentenwohnheim sein und 300-400 Euro pro Monat, ja. Privat oder nicht, weißt du, da gibt es schon einige Kleinigkeiten, das muss man auch wissen. Ja, also ich kann mich erinnern, also als du jetzt hier in Brasilien bei uns angefangen hast, du warst ja schon in São Carlos, da habe ich deinen Lebenslauf erhalten. Ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern, wie das kam, aber da hat mich besonders angesprochen, dass du eben schon dass du in Österreich studiert hast. Wirklich, interessanter Mensch aus Osteuropa, weil wir hatten auch früher schon Praktikanten, die aus Osteuropa kamen und ich war immer sehr beeindruckt von dem Sprachlernvermögen von Osteuropäern. Das war für mich immer eine super Klasse an deutscher Sprache. Deshalb habe ich gesagt, okay, der Daniel, den lade ich mal zu einem Gespräch ein. Danach bist du dann wieder zurückgegangen, erstmal nachdem du hier bei uns warst und bist jetzt wieder in einem anderen Land tätig. Glaubst du, dass es für dich, also das Studium in Österreich, diesen ausschlaggebenden Effekt hatte, dass du so in der ganzen Welt, sag ich mal, eine Arbeit finden kannst? Ich glaube schon. Ja, dazwischen hatte ich die Promotion, ja, aber jetzt bin ich in Guatemala, an der Deutschen Schule Guatemala, und was uns der Schulleiter oder mir gesagt hat, also Daniel, bei dir ist es super Multikulti, und wenn wir deinen Lebenslauf sehen, lesen, checken, das ist eine Überraschung, ja, wie kann man sozusagen in so einem Alter und so viele Länder, weiß ich nicht, Erfahrungen und gesammelt haben, weiß ich nicht, ja, also diese Richtung. Multikulturelle Kompetenz und das Studium in Europa, das sind die Chancen, die Möglichkeit, oder das sind die Sachen, die uns die Gelegenheiten anbieten, ja, und schwer zu sagen, wahrscheinlich. Aber ich bin auch aktiv, ja. Das ist immer nicht nur das Studium spielt eine gewisse Rolle. Ich schreibe ab und zu, und die Journalistenschule habe ich dann noch gemacht, unterschiedliche Tagungen, Konferenzen. Da muss man halt immer dynamisch bleiben, dynamisch. Vielleicht noch ein Tipp oder ein Ratschlag an die brasilianischen Deutschlehrer. Ich meine, in manchen Fällen, ja, entsteht wieder dieses Problem oder finanzielle Frage. Ja, wenn das Studium nicht möglich wäre, dann zumindest Austausch oder irgendwelches Programm. Ja, auch wenn wir keine Zeugnisse haben, dann bleibt diese Erfahrung bei uns im Kopf, im Herz, da drin, ja, und dann halt sind wir schon anders, ja, wir unterrichten anders, ja, was noch, natürlich, ja, Masterstudium, ja, solche Programme wie allgemeine Linguistik, Austrian Studies, das ist wirklich was relativ Neues, glaube ich, ja. Wie bitte? Klar, Austrian Studies. Austrian Studies, okay, es war Englisch, okay. Aber das heißt so, weißt du, ja. Fast überall haben wir Germanistik, Literaturtheorie, vergleichende Literaturwissenschaft. Das ist super klassisch, okay. Ja. Aber Austrian Studies habe ich noch nie gesehen bzw. gehört an anderen Universitäten. Was ist das? German Studies in den USA ist mir schon bekannt. Austrian Studies ist schon was Exklusives, Luxury, würde ich sagen. Wirklich top und was Besonderes. Und nächstes Jahr findet in Wien
der Weltkongress für Deutschlehrer statt. Ja. Hast du schon mal an so einem internationalen Deutschlehrertag teilgenommen? Eigentlich schon. Das war Asiatische Germanistentagung bei mir in Seoul in Südkorea. Ja. Danach die Gesellschaft für interkulturelle Germanistik, das war Prag, Karls-Universität Tschechien, wirklich eine schöne Erfahrung. Breslau auch und jetzt im Juli Palermo. Networking ist sehr wichtig und viele kenne ich schon. Ja, egal welches Land, Polen, Brasilien, ja. Also einige Professoren aus Curitiba, die habe ich in Tschechien kennengelernt. Und für alle, die es auch noch nicht wissen, der Brasilien hat auch einen Vertreter im Internationalen Deutschlehrerverband, der ist aus Juiz de Fora und der ist immer bei den internationalen Deutschtagungen dabei. Und das finde ich sehr schön, diese Aktivität der Brasilianer im Allgemeinen. Aber ich denke, gerade die jungen Deutschlehrer könnten noch aktiver sein, als sie es bisher sind. Daniel, super. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für die Tipps zu Österreich und zu Wien. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wirklich wieder, nicht nur über Zoom. Freut mich, danke schön. Tschüss, bis bald. Muito legal mesmo essa história do Daniel, né? E vocês perceberam que a Áustria é realmente uma boa opção para quem está pensando em estudar num país da língua alemã. E se você gostou deste vídeo, dê um like e compartilhe com seus amigos. Na Wunderwelt A, alemão é para todos.